Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Ja, es ist mal wieder eine Prognose. Der 26. Spieltag, allerdings nicht der ersten, sondern der zweiten Bundesliga. Das liegt daran, dass ich ja normalerweise nur die Bundesliga prognostiziere und ich da einfach nicht weiß, wann es weitergeht. Ich habe jetzt aber die Zeit, was anderes zu machen und die Idee ist jetzt und kam auch mal schon in den Kommentaren, dass ich die zweite Bundesliga jetzt erstmal bis zum Ende prognostiziere. Da wären so oder so normalerweise keine Videos gekommen. Jetzt ist es eigentlich Zusatzstoff. Natürlich kann ich nach dem 26. Spieltag dann keine aktuellen Tabellen mehr und so weiter mit reinbringen, aber es ist vielleicht so, dass ihr euch damit zwischendurch über Wasser halten könnt. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für euer Vertrauen und euer Reinschalten. Tippt auch gerne mit in den Kommentaren, auch das wird jetzt schwieriger, dadurch, dass die Bundesliga in echt ja nicht weiterläuft. Aber trotzdem, das ist jetzt erstmal das, was heute vor uns liegt. Wir sehen die Tabelle, wir sehen die Spiele, die anstehen in dieser Reihenfolge. Die Timelinks habt ihr auch schon gesehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Der VfL Osnabrück wird gerade nicht von einer Glückssträhne verfolgt. Zuletzt verlor man zu Hause 2:6 gegen den SVW in Wiesbaden. Nun zu Gast bei Arminia Bielefeld. Das ist keine sonderlich weite Auswärtsfahrt. Und so war man hier auch gut gewappnet. 9. Spielminute. Benjamin Gürt mit dem ersten Abschluss aus knapp 16 Metern. Kommt er da zum Schuss, zielt dann aber etwas zu weit am rechten Kasten. Am rechten Pfosten vorbei. Der Kasten wird also noch nicht strapaziert. Arminia Bielefeld brauchte, um sich dieser Partie anzunehmen, klarer Favorit als Tabellenführer. Klos zu Hartl. Und in der 41. Minute hatten wir dann die erste erwähnenswerte Torchance. Als Arminia Bielefeld zuletzt antrat, war es ein Gastspiel beim VfB Stuttgart. Da trennte man sich 1:1. Es war noch nicht ganz Pause, nun nochmal Arminia Bielefeld. Fabian Klos zu Jonathan Klaus. Brunner mit der flachen Flanke und Edmundsson kommt zum Abschluss und zum Tor. 44. Minute, das 1:0 für die Arminia. Die fanden sich mehr und mehr rein und ging dann nicht unverdient mit dieser Führung in die Katakomben. Osnabrück legte gut los, aber ließ dann auch etwas nach. Somit das Ergebnis vollkommen in Ordnung. Der zweite Durchgang von Arminia Bielefeld dominiert, aber nicht sonderlich zielstrebig nach vorne. Jetzt schon in der Schlussphase. Sebio Suku, Hartherz nochmal zu Reinhold Jabo. Kühn aber hat den Ball ohne Probleme, hält damit die Partie offen. Lange Zeit gab es nicht viele Highlights zu bestaunen hier im zweiten Durchgang. Das konnte Bielefeld aufgrund des Ergebnisses durchaus gefallen. Aber es gab noch die Möglichkeit zum Ausgleich für den VfL Osnabrück. Marc Haider, Schmidt und Ortega Moreno in der 86. mit der Parade des Spiels. Fährt da die rechte Hand aus und hält damit den Sieg fest. Arminia Bielefeld gewinnt knapp zum Auftakt in den 26. Spieltag, aber nicht unverdient mit 1:0 gegen Osnabrück. Neben Arminia Bielefeld ist auch der HSV absoluter Anwärter auf den Aufstieg. Der HSV aber muss jetzt natürlich nachlegen gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und wenn Fürth noch eine Chance auf den Aufstieg haben möchte, dann sollte man hier gewinnen. Die Rautenelf aber legte gut los, 14. Spielminute. Luis Schaub mal mit dem Versuch aus der zweiten Reihe. Fürth stand erstmal relativ weit hinten drin und konnte von Glück sprechen, hier noch nicht in Rückstand geraten zu sein. Der HSV weiterhin sehr dominant und im Stile einer Spitzenmannschaft. Bis zum Seitenwechsel gab es dann auch noch einige Möglichkeiten. Bakary Atta steckt einmal durch zu Luis Schaub. Der macht es selber, scheitert aber an Sascha Burcher, der das ein oder andere Mal hier eingreifen musste und auch dafür verantwortlich war, dass es weiterhin noch 0:0 stand. Aber der HSV hatte ja noch eine anschließende Ecke. Von der rechten Seite legt sich Sonny Kittel das Ding zurecht. 43. Spielminute, da kommt
auch einer kurz gelaufen, wird aber weit ausgeführt und der Ball eiert durch den 16er. Keiner kommt ran. Sascha Burchardt sieht nicht gut aus. Timo Letschert ist der Nutznießer. Burchardt, ja, sehen wir hier auch in der Wiederholung, steht einfach nicht richtig und verschätzt sich komplett bei diesem aber auch gut getretenen Eckball von Sonny Kittel. 0:1 nach 45 Minuten. Der HSV lieferte eine richtig gute Partie ab. Von Greuther Fürth war man noch etwas enttäuscht, vor allem als Fan, der sich hier doch etwas mehr erhofft hatte. Es geht hier schließlich um die letzte Chance vielleicht auf den Aufstieg. Lukas Hinterseher hier bedient und der macht dann in der 52. Minute eiskalt das 2:0. Auch nicht mehr unumstritten. Lukas Hinterseher, von dem hatte man sich auch ein paar Tore mehr erhofft. Jetzt schlägt er zwischendurch doch mal wieder zu. Und dann passierte lange Zeit nichts. Greuther Fürth kam einfach nicht mehr rein. Der HSV hatte alles unter Kontrolle und hatte hier durch Luis Schaub nochmal die Chance zuzuschlagen. In der 90. Minute das 3:0 lag nochmal in der Luft. Wäre auch in der Höhe nicht unverdient gewesen, aber Sascha Burchardt krönt damit einen doch trotzdem soliden Auftritt, auch wenn er beim 0:1 nicht ganz unbeteiligt war. So endet diese Partie absolut verdient. 2:0 für die Gäste aus Hamburg. Der SSV Jahn Regensburg hat in der Continental Arena Holstein Kiel zu Gast. Es ist ein Duell im Mittelfeld, Platz 10 gegen Platz 7. Mit einem Sieg würde Regensburg an Kiel vorbeiziehen, aber die Kieler Störche wollten sich hier gar nicht auf solche Spielchen einlassen und so schlugen sie früh zu. 8. Minute, Jae-Sung Lee mit dem 1:0. Entwischter Hain, der den gesperrten Salah vertrat, sodass die Störche dann früh in Führung ging. Und sie blieben dran, igelten sich nicht hinten ein, sondern gingen auf den zweiten Treffer. Jae-Sung Lee wieder der Motor des Spiels, steckt zu Özkan in die Mitte, gespielt zu Injovski, zeigt hier, dass er kein Torjäger ist, trifft den Ball einfach nicht richtig und somit ist das Ding dann auch auf der Linie noch zu bereinigen. Knappe halbe Stunde jetzt gespielt, Kiel will sich hinten rausspielen, bringt sich dann dadurch selbst so ein bisschen in eine Problemlage. Correa, Geipel und George, Jan George mit der Doppelchance, das muss das Ding sein. Gelios mit der Parade, dann stört Vandenberg ausreichend und somit blieb es beim 0:1. Also noch die Möglichkeit für Regensburg, das Ganze zu drehen und jetzt zum Ende hin der ersten Hälfte kamen sie auch wirklich besser in die Partie. Der SSV Jahn Regensburg ging jetzt weiterhin auf den Ausgleichstreffer hingegen. Seidel mit der Flanke, Vandenberg, der Ball verlängert, Andreas Geipel aber überhastet, versucht da den Kopfball direkt drauf zu bringen, das wäre nicht nötig gewesen, hatte da nicht so viel Druck. Doch im Eifer des Gefechts kann es dann auch mal zu so einer Aktion kommen. Geipel mit der schönen Seitenverlagerung. Wir sind schon in der 83. Minute. Palacios, Seidel, der Abschluss, aber für Gelios überhaupt kein Problem von Benedikt Gimba. Zu harmlos, aber die Zeit war auch noch nicht ganz abgelaufen. Vom SSV kam dann im Endeffekt aber zu wenig. Kiel nochmal. Todorovic, Kelifi in der 93., 94. Minute. Ein letztes Mal die Chance zu einem Treffer, aber die Vorentscheidung war nicht mehr nötig. Danach war nämlich Schluss. Holstein Kiel gewinnt, festigt damit seine Tabellenposition in der oberen Hälfte und Regensburg bleibt damit weiterhin tief im Tabellenmittelfeld stecken. Der VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim beim Bochumer VfL, ja, da läuten die Alarmglocken. 0:0 zuletzt gegen Darmstadt, man ist Tabellen-15. Und Heidenheim hat noch das Auge auf den dritten Tabellenplatz. Hinter dem HSV stand man vor dem 26. Spieltag nur 3 Punkte auf Rückstand. 7. Minute, der VfL Bochum, aber hier im Vonovia-Ruhrstadion mit einem guten Trieb nach vorne. Vitali Janelt mit der ersten Möglichkeit per Kopf schließt er hier ab, setzt den aber etwas zu hoch an. Die Anfangsphase war berauschend, der VfL Bochum spielte richtig guten Fußball.
Anthony Lozia zu Sylvain Jeanvoula. Sehr guter, wuchtiger Abschluss. Mainka kommt etwas zu spät, aber der Ball ging dann trotzdem am Tor vorbei. Danach verflachte die Partie bis zum Seitenwechsel. Der VfL Bochum und der 1. FC Heidenheim ging also ohne Tor, aber auch ohne Gegentor in die Pause. Heidenheim hatte jetzt aber scheinbar ein bisschen mehr Kraft auf den Platz zu bringen. Griesbeck zu Kleindienst, der von Dekali abgewehrt wird. Dekali hier bärenstark im Zweikampf, setzt zweimal nach, hat am Ende das Ding aus einer gefährlichen Situation, wird dann nur ein Einwurf für die Gäste, aus dem nichts resultierte. Der VfL Bochum jetzt aber etwas heißer. Vitali Janelt, wunderbarer Ball auf Danny Blum. 65. Minute, dann ging aber auch schon die Fahne des Assistenten hoch. Blum zu früh gestartet, Manon Busch. Der letzte Mann ist zwar mit dem Fuß noch drin, aber ohne, dass er das Abseits aufheben würde. Es wurde jetzt ein bisschen offener, aber einen ganz heißen Schlagabtausch konnten wir trotzdem nicht feststellen. Robert Leipherz noch einmal die Flanke sehr weit geraten. Schnatterer legt aber zurück. Busch zu Kleindienst, 75. Minute. Manuel Riemann muss nochmal zupacken, aber wird auch nicht wirklich groß gefordert. Das zog sich durch die ganzen 90 Minuten so durch. So blieb es beim torlosen 0:0. Beide Mannschaften treten damit aber eigentlich eher auf der Stelle. Der SV Sandhausen ist im unteren Tabellenmittelfeld angesiedelt. Das Auge wird klar nach unten gerichtet. Aue wird vermutlich eine entspannte letzte Saisonhälfte, letztes Saisondrittel, besser gesagt, verleben. Da ist man mit 34 Punkten auf der sicheren Seite und man merkte, dass der SV Sandhausen hier ordentlich was gut machen wollte. Vierte Spielminute, Rurik Gislason mit dem 1:0, der FC Erzgebirge Aue nicht richtig auf dem Feld, Gislason nicht im Abseits, der gesperrte Kevin Behrens fehlte hier erstmal optisch überhaupt nicht. Pascal Testroth nun für die Lila Veilchen vielleicht mal, Riese setzt sich gegen Linzmeier durch. Testroth nicht im Abseits und Diekmeier in letzter Instanz behindert er dann auch seinen Gegenspieler, aber das Ding von Testroth muss sitzen. Der Ausgleich wäre hier mehr als überfällig gewesen. Doch der SV Sandhausen mit dem nötigen Glück. Bei Aue läuft es ja in den letzten Spieltagen nicht mehr ganz so rund. Zuletzt gegen Dresden das Derby verloren, das tat richtig weh. Buhadus, Pakarada, Gislason, 0:2. So viele Chancen hatten die Gäste nicht, aber die, die sie besaßen, nutzten sie eiskalt. Martin Mennel aber auch ein bisschen alleine gelassen, da ist Rui Gislason doch ziemlich frei. Und es gab die Chance auf den nächsten Treffer. Noch nicht ganz Halbzeit, Buhadus. Martin Mennel aber ist dazwischen, der sich dann auch mal beschwert. Der Captain, super Parade. Ist ja nicht der Größte, dafür einer der Reaktionsstärksten. Er stand im Fokus, Rurik Gislason, zwei Dinge hat er gemacht und so ging es mit 2:0 auch in die Pause. Wir springen in den zweiten Durchgang, Aue wollte jetzt das Ganze auf die eigene Seite bringen. Testroth hatte die Chance dazu, 55. Minute, der Anschlusstreffer jetzt wäre Gold wert gewesen, dann auch noch eine halbe Stunde Zeit gehabt, mehr draus zu machen. Der SV Sandhausen ließ jetzt mehr und mehr die Gastgeber kommen und wollte sich auf die Verteidigung konzentrieren. Das ging nicht richtig gut. Jan Hochscheid bleibt im Ballbesitz. Der Zweikampf stark. Clemens Fandrich. Da waren aber auch schon 80 Minuten von der Uhr. Und die Zeit lief wirklich davon. Sie kam immer näher. Jetzt nochmal Erzgebirge Aue, aber auch keine 5 Minuten mehr regulär zu spielen. Clemens Fandrich, Pass zu Sessa. Nikola Sessa, ganz frech macht das da. 87. Minute, der Anschlusstreffer. Ins kurze Eck rein, vorbei an Freisel. Aber das war nicht mehr als Kosmetik, denn Aue kam nicht mehr zu einer nennenswerten Torchance. Muss sich Sandhausen so mit 1:2 geschlagen geben.
Der Karlsruher SC steckt richtig in der Klemme, man ist Tabellenvorletzter. Und jetzt kommt der SV Darmstadt. Die Lilien sind aktuell Tabellensechster und damit kommt man gut aus, wird weder oben noch angreifen können, noch geht es vermutlich tief nach unten. 36 Punkte sind eben am 26. Spieltag schon Gold wert. Der KSC musste sich hier also bemühen, die Partie zu machen. Ein verunglückter Freistoß von Vanicek war das erste kleinere Ausrufezeichen in Richtung des gegnerischen Kastens. Aber der KSC wusste hier zu gefallen. Lorenz mit der Hacke zu Jerome Gondor. Philipp Hoffmann zu Alexander Greuß und der Ball ist im Tor. Vor Bayern Schuhen in der 17. Minute. Der ist noch dran mit der Hand, aber nicht mehr ausreichend. Dann schlägt der Ball links im Eck ein. Das 1:0 für den KSC. Der SV Darmstadt vor dem Seitenwechsel nochmal mit einer Standardsituation. Vielleicht ja jetzt mal Gefahr. Das war lange Jahre die große Qualität. Dumitsch, aber doch deutlich vorbei. Mehr war es da nicht. 1:0 nach 45 Minuten. Der KSC war die bessere Mannschaft, hatte aber auch eingeschränkte Qualität nur zu bieten. Der SV Darmstadt bemühte sich nicht wirklich, kam nicht wirklich gefährlich vors Gehäuse. Knapp 10 Minuten jetzt im zweiten Durchgang gespielt. Darmstadt wurde erstmal auffälliger. Bader mit der Flanke zu Tobias Kempe und 56. Minute der Ausgleich. Karlsruhe unachtsam, Kempe relativ ungedeckt. Bissot kommt einen Schritt zu spät. Doch der KSC antwortete mit einer Trotzreaktion. Der Ball fliegt durch den 16er. Hoffmann an den Pfosten. Nachschuss von Lorenz. Durch Dumic geblockt. Die große Möglichkeit hier. Da verschätzt sich Schuhn komplett, hat Glück, dass daraus nicht das erneute 2:1 fällt. Aber es folgte dieser Eckball von der linken Seite. Honsa kann es nicht richtig klären. Stiefler zu Daniel Gordon, abgefälscht dabei. Und der Ball im Tor. Doch wieder die Führung für den KSC. Schnell hat es noch dran mit der Hand, sodass der Ball unerreichbar für Schuhn im langen Eck einschlägt. Doch Darmstadt wollte nochmal zurückkommen. Den Lucky Punch setzen in der allerletzten Minute. Bader. Wo ist die Unterstützung? Heller. Flanke auf den zweiten Pfosten und Fröde nickt sich das Ding fast selbst ein. Aber unfassbar wichtig, dass er da dran war. Der geht dann am Tor vorbei. Und beendet diese Partie. Karlsruhe gewinnt mit 2:1, atmet damit ganz tief und ganz viel Luft ein, vor allem für den Abstiegskampf. Dresden lebt allerspätestens wieder seit dem 2:1 Derby-Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue. Patrick Schmidt mit 2 Treffern konnte er die Partie drehen und zugunsten der Dynamos wenden. Hannover 96 mittlerweile im Tabellenmittelfeld angekommen. Ganz nach oben wird es wohl nicht mehr reichen. Trotzdem möchte man sich nochmal gut präsentieren. Zu Hause insbesondere in dieser Saison weitestgehend Mauerauftritte gehabt. Hier ist es Lindt Maina mal mit einem Abschluss, der von Kevin Broll aber verteidigt werden konnte. Die Niedersachsen spielten aber tatsächlich wie eine Heimmannschaft, traten dominant auf und Dresden als Tabellenletzter erstmal auf die Null fixiert. John Guidetti, eine leichte Körpertäuschung und dann schlägt der Ball im langen Eck ein. John Guidetti mit dem 1:0 für Hannover 96, das verdiente Tor nicht zu halten für Kevin Broll. Nun die in weiß gekleideten Gäste. Das erste Mal nach vorne unterwegs. Wir sind auch schon fast eine halbe Stunde dabei. Husbauer, Petrak zu Patrick Schmidt und da ist er. Beweist Torjägerqualitäten. Einer der ersten Ballkontakte und er schlägt direkt zu. Der äußerst gut gefüllte Gästeblock im Ausnahmezustand. Jetzt gab es die Möglichkeit, das Ding vor der Pause sogar noch komplett zu drehen. Andrej Petrak hat die Übersicht, nimmt Chris Löwe mit, Marco Terrazino. Patrick Schmidt noch einmal. Das wäre es gewesen, noch vor der Pause hier das 2:1 zu machen. Super Technik von Schmidt, nimmt den Ball mit der Sohle mit, dann schließt er direkt ab. Gut gehalten dann von Ron
Robert Zieler. So ging es mit dem 1:1 in die Pause. Verdientes Ergebnis. Hannover war erst sehr stark, dann kam Dynamo Dresden richtig gut rein und verdiente sich somit auch den 1:1 Ausgleich. Im zweiten Durchgang Dynamo Dresden weiterhin erstmal die bessere Mannschaft. Marco Terrazzino naht da seinen Gegenspieler. Terrazzino zu Zieler, der ein bisschen unglücklich mit dem Ball umgeht. Chris Löwe zu André Petra. Kommt dann der Abschluss, da kommt er in der 54. Rutscht ihm da etwas über den Spann. Und die 2-3 Meter geht er dann auch am Tor vorbei, aber durchaus zeigenswert. Es war wirklich sehr mutig, was Dresden mittlerweile hier auf den Platz brachte. Husbauer mit der Hacke zu Schmidt. Alleine er hätte hier 2-3 Dinger machen können, aber der Vorwurf ist nur begrenzt zulässig, weil Ron-Robert Zieler auch gut hält. Und das 1:1 erstmal instand hält. Hannover 96 tat sich hier sehr schwer gegen Dresden. Jetzt mal mit einer Kontersituation im eigenen Stadion. Da ist Linton Maina gegen Kevin Broll. Aber der ist für einen Tabellenletzten in der zweiten Bundesliga ein überdurchschnittlich guter Keeper. Ein herausragender, wohl auch so einer der besten in der zweiten Bundesliga. Hält das 1:1 fest, mehr kam damit nicht, danach nicht. Hannover 96 und Dresden trennen sich unter dem Strich verdient mit 1:1. Das 0:3 vom 1. FC Nürnberg zuletzt gegen Hannover 96 war schon eine ganz maue, eine ganz schmerzhafte Nummer für alle Klubberer. Der FC St. Pauli holte sich zumindest ein 2:2 in Sandhausen. Hier war lange Zeit nichts geboten bei zwei verunsicherten Mannschaften, war dann erst der 1. FC Nürnberg die bessere Mannschaft. Ab der 38. Minute die Riesenmöglichkeit für Hack. Gute Seitenverlagerung. Der bleibt aber vor Himmelmann nicht eiskalt. Muss das Ding machen. Hat übertrieben viel Zeit. Aber es versäumt es, dann den Ball über die Linie zu drücken. Der 1. FC Nürnberg jetzt aber etwas besser vor der Pause und richtig heiß auf das Tor. Und Hack bekommt es. Der war jetzt schwieriger als der zuvor. Das Wichtige ist aber, der Ball ist im Tor. Nürnberg mit 1:0 in Führung vorbei an Robin Himmelmann. Kein guter Auftritt der Gastgeber, die hier wirklich eher einen enttäuschenden bis katastrophalen Auftritt hinlegten. Der 1. FC Nürnberg weiterhin besser, nicht überragend gut, aber eben deutlich besser als schwache St. Paulianer. Das ist Johannes Geis, Patrick Erras. Und da sehen wir gleich in der Wiederholung, da war keiner mehr dran. Den trifft er mit der Hacke, so halb sogar fast mit der Ferse und dadurch wird er komplett ungefährlich, aber deutlich gefährlicher als alles, was die Gastgeber bis dato zu bieten hatten. Jetzt vielleicht mal Waldemar Sobotta zu Benatelli, der hatte gute Übersicht, Gyökeres zu Marvin Knoll. 54. Minute, die erste Chance überhaupt und gleich eine richtig gute. Marvin Knoll aber schießt viel zu zentral, sodass Martenia den Ball festhalten kann. Danach hatte der 1. FC Nürnberg wieder alles im Griff, man ging nicht mehr auf Kontersituationen ein, hatte etwas nach vorne nochmal zu melden. Nürnberger, Johannes Geis, Behrens, Geis, der Schuss abgefälscht durch Waldemar Sobotta in der 83. Minute und das war's dann unter dem Strich. Eine langweilige Partie endet mit 0:1. Der FC St. Pauli, ja, lässt einige Fragen offen. Für den 1. FC Nürnberg war dieser Auftritt hier ein richtiger Erfolg. Der SVW in Wiesbaden und der VfB Stuttgart machen den 26. Spieltag rund. Wien Wiesbaden steht nach wie vor in der Verlosung, die Klasse zu halten und der VfB Stuttgart oben in die erste Liga aufzusteigen. Die Schwaben aber, die deutlich bessere und aktivere Mannschaft, war nicht sonderlich verwunderlich. Die Davi spielt zu Endo und da ist in der 23. Minute das 1:0. Wataru Endo mit dem 1:0 für die Gäste. Schöner Spannschuss, nicht zu halten, wuchtig, abgeschlossen und erfolgreich.
Trotzdem hätte Wiesbaden durchaus besser auftreten können. Man hatte zuletzt 6:2 gegen Osnabrück gewinnen können. Davon war hier aber nichts mehr zu sehen. Von diesem Selbstvertrauen, von diesen 6 Toren, von diesem halben Dutzend, das man da voll machte. Der VfB Stuttgart trennte sich im Spitzenspiel von Arminia Bielefeld mit 1:1. War hier also auch durchaus wieder gefordert, einen Dreier einzufahren. Und der VfB Stuttgart machte seine Aufgabe richtig gut. Silas, Didavi, Endo zu Gonçalo Castro, 42. Minute, 0:2. Der VfB Stuttgart hatte alles im Griff, erzielte in der richtigen Situation den zweiten Treffer und ging mit einer 2-Tore-Führung auch in die Pause. Das war absolut verdient, hätte sogar noch der dritte Treffer fallen können. Der SVW in Wiesbaden wurde aber damit erstmal verschont. Es wurde aber nicht viel besser, was die Gastgeber hier ablieferten. Mario Gomez, abgefälschter Flankenball. Aurel Mangala scheitert an Lindner in der 57. Minute. Hätte hiermit schon alles endgültig klar machen können, aber die Verhältnisse waren hier so deutlich geklärt, dass der VfB Stuttgart teilweise die Fahrlässigkeit verkraften konnte. 69. die nächste und eine Chance größer als die andere. Hamdi Algadoui mit der Seite aus 5 Metern schießt da unmotiviert Lindner an. Da konnte man auf der Trainerbank schon durchaus mal verrückt werden. Insbesondere, weil Wien Wiesbaden dann noch das 1:2 erzielen konnte. Szczypnowski, Lorch, Jeremias Lorch, aber das sollte es dann auch wiederum nicht sein. So endete die Partie mit 0:2. Der SVW in Wiesbaden kommt hier noch glimpflich davon mit 2 Gegentoren. Der VfB Stuttgart hat die Pflichtaufgabe locker abgeschlossen, aber hätte auch ein paar Tore mehr schießen können. Jo, das war's mit dem 26. Spieltag der zweiten Bundesliga. Ich schaue einfach mal, wie euch das Ganze gefällt und werde dann vermutlich in der nächsten Woche weitermachen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Video und adios.